So, willkommen zurück. Wir sind immer noch auf Koala-Fang. Kann ich vielleicht... Nee, Jane, Silent Bob werden da mir auch nicht helfen können. Kann ich vielleicht... Ein Koala-Fan? Ich wüsste aber keinen. Kann ich denn vielleicht jetzt die in der Seitenstraße die Bananenschale? Nee, die mögen keine Bananen. Kacke. Wie komme ich an diesen dummen Koala? Ich hätte ja gedacht, die Röhren. Das Rohr da bringt irgendwas. Alle Schleckding. Das da dran machen, das muss nicht geklebt werden. Okay, dass die Zunge festklebt und ich den dann fangen kann. Das wäre witzig gewesen. Also damit komme ich nicht dran. Das macht null Sinn. Das macht auch, geht auch nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn. Das auch nicht. Das macht null Sinn. Das bringt auch nichts. Das auch nichts. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Das geht nicht. Das bringt nichts. Das begeht nicht. Gleiche dumme Rätsel wie mit Hell. Wie mit dem Roboter. Ernsthaft? Kann das gehen? LOL! Das geht. Am Arsch. Scheiß Spiel, ich hasse dich. Oh ne. Das sollte klappen, aber irgendwie... Verdammt nochmal. Ich kann's nicht. Niemand mit auch nur einem Funken Menschlichkeit würde sowas machen. Ich weiß, der kleine Bastard hat mich beklaut, aber... Er sieht aus wie ein lebender Teddy. Es muss einen anderen Weg geben, einen blöden Koala zu fangen. Ein Koala? Wo? What? Was im Namen von... Befehl von ganz oben. Wir müssen all diese niedlichen Schädlinge ausrotten. Die vermehren sich wie Ratten. Okay, aber fürs Protokoll. Ich bin absolut gegen das, was du gerade getan hast. Kein niedliches Tier sollte je mit einem Hammer geschlagen werden. Ja. Weder in dieser Dimension, noch in irgendeiner anderen. Ja, sehe ich auch so. Alter! Hat der voll den... Oh, ich kann den Hammer wieder mitnehmen, ne? Jawoll. Koala. Mach ich jetzt mit dem? Pack ich den ein? Du hast keinen Ausweg mehr, du verdammtes Beuteltier. Gib mir meine Figur zurück. Hab ich. Kann ich denn meine Angelrute wieder mitnehmen? Im Moment nicht. Ach, warum denn? Ich hätte die gerne. Yeah, wir haben aber unsere Koala in der Tasche. Und eine umgebaute Figur. Okay, nice. Alles klar. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das geht. Immer derselbe dumme Rätsellösung. Hört ja keiner an. So, dann können wir jetzt aber dem Charlie die Figur geben. Ich hoffe, der nimmt die auch an. Haben wir noch gar nicht gefragt. Vielleicht sagt er auch, ist voll das Fake. Du Arsch. So. Gucken wir mal. Hier hast du deine Rarität. Eine offizielle Captain Red Action Figur. Handbemalt von behinderten Leuten. Ich glaube, seltener als das geht's nicht. Von was für einer Behinderung reden wir? Gestresstes, verprügeltes, verstümmeltes Nerd-Syndrom? Ich dachte, das wäre schon an allen Schulen gründlich bekämpft worden. Es gibt so viel unnötiges Leid auf der Welt. Ja. Ich glaube, du hast etwas für mich. Na gut, er gehört dir. Yeah! Unglaublich. Endlich. Ab jetzt läuft alles glatt. Ladies und Gentlemen, die Sci-Fi-Con schließt bald. Bitte verlassen Sie das Gebäude durch die Hintertür. Danke für Ihren Besuch. Und haben Sie einen schönen Abend. Okay. Also komme ich vorne nicht mehr raus? Geh ich nicht? Die haben gerade gesagt, man soll durch die Hintertür raus. Okay, okay, okay. Ist ja gut, Mann. Randall, immer mit der Ruhe. Was für eine schöne Nacht. Meinst du nicht auch? Oh, der. Leider kann ich hier nicht rumstehen und übers Wetter quatschen. Ich auch nicht. Hab's ziemlich eilig. Ich auch. Was für ein Zufall. Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mal nach Hause. Was? Oh Gott, tue ich das nicht? Genau das sagte ich gerade. Okay, warum? Ist was mit meiner Wohnung passiert? Warum ist der redet der so leise? Warum? Ist was mit meiner Wohnung passiert? Nein. Ich glaube nur nicht, dass du es heute Abend noch nach Hause schaffst. Nett. Und du? Aber das war schon alles. Eins mit dem Brecheisen.
Ah, okay. Besser keine hastigen Bewegungen machen. Junge, bleib einfach ruhig und bau keinen Scheiß. Geht ganz schnell. Besser keine hastigen Bewegungen machen. Schätze, hier kann selbst ich mich nicht rausreden. Okay. Kann ich ihm eine Koala ins Gesicht werfen? Gute Idee. Ich glaube, er wacht gerade auf. Und Alter, sieht der angepisst aus. Mach mal. Was zum... Au. Ah! Nein, hey! Nicht da drin! Au! Oh. Beiß! Nein, nicht beißen! Alter, du solltest mir doch helfen! Oh, wie dumm! Oh, wie geil! Scheiß blödes Beuteltier! Du solltest mir helfen und mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal! Ich glaube, der hat mein... Fuck! Der Ring ist weg! Oh, nein! Oh, nee, da ist er ja. Na, toll. Und der Ring ist wieder weg. Wofür haben wir das alles gemacht? Und der nächste Monat. Montag. Scheiße. Na, toll. Hey, was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehste, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst. Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Da bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Aber er hat uns den ja letzten Tag geklaut. So, ich nehme erstmal hier die Zeitung von heute. Hey, Matt ist nicht auf dem Titel. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, den Fluch zu brechen. Das ist mal eine gute Sache. Die Partytröte nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Das Duct Tape nehmen wir natürlich auch mit. Und die Bananenschale können wir nicht mitnehmen. Nee. Absperrung? Okay. Oh, ich will gar nicht wissen, was ich alles geändert habe. Was habe ich denn noch im Inventar? Ein paar Sachen sind noch da. Was fehlt denn eigentlich? Was ist denn weg? Irgendwas ist weg. Was? Kann ich gar nicht so erkennen. Nur eine Partytröte. Die Nerd-T-Shirts sind weg zum Beispiel. Vielleicht auch besser. Aber ich speichere mal. Tag 4. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage es gibt. Ich fürchte noch mehr als 4. So, gehen wir mal hier. Die Convention. Da ist Officer Murray. Ah ja. Oh, ist gecancelt. Warum? Was geht ab? Hey, was geht, Murray? Beschäftigt? Wie bitte? Ich fragte, ob Sie beschäftigt sind. Werd mal nicht frech, Junge. Ich weiß, ich stehe hier noch rum.
aber ich bin im Wachdienst. Ich bin ein Officer und verdiene Respekt. Ehrlich, Murray? Ist das so? Hey, was ist denn dein Problem? Red nicht mit mir, als würdest du mich kennen, ja? Und woher kennst du überhaupt meinen Namen? Ich bin ja anderes. Sicher ist ein Paralleluniversum. Ich komme aus der Zukunft und will sie warnen. Würstchen werden ihr Verderben sein. Vater, endlich habe ich dich gefunden. Geil. Ich komme aus der Zukunft und will sie warnen. Würstchen werden ihr Verderben sein. Hey, was weißt du darüber? Ich komme aus der scheiß Zukunft. Ich weiß alles. Du willst also sagen, dass ich das Grillen sein lassen soll, ja? Nein. Das habe ich eigentlich nicht gemeint. Also, was hast du denn dann Verzieh dich. Wie gemein. Der Superagent, von dem alle reden. Sie sind nicht zufällig dieser Superagent, von dem alle reden, oder? Tja, vielleicht. Aber selbst die besten Samurai schneiden sich manchmal an ihren eigenen Schwertern. Was soll das heißen? Ich meine, ich konnte sie nicht retten. Wen? Armes Ding. Ja, aber wer denn? Es ist eine Geschichte von Verrat, Grausamkeit und Schmerz. Und, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht einfach aufhören. Sie sagten was von Grausamkeit und Schmerz. Das sind so ziemlich meine Lieblingsthemen. Los doch, rücken Sie mit den blutigen Einzelheiten raus. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Das alles passierte vor 2 Jahren. Es war ein verregneter Tag und ich war auf Streife. Ich hätte nie geahnt, welch grausame Wendung das Schicksal für mich bereithielt. Ja, weiter? Es ist so. Ich wurde dringend zum Molyneux Park gerufen. Also ging ich der Schnurstracks hin. Toll. Und da sah ich es. Was sahen Sie? Kommen Sie, Murray. Weiter. Es war eine Ente. Ein armes, kleines Entlein. Sie war mit dem Kopf unter Wasser gefangen. Und sie kam nicht mehr raus. Sie kam nicht mehr raus, verdammt! Oh, Scheiße! Ich sprang in den Teich und als ich sie aus dem Wasser hatte, atmete sie nicht mehr. Also machte ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber es ist gar nicht so einfach für einen Menschen, die Lippen auf so einen Entenschnabel zu legen. Und als ich die Herzmassage ansetzte, brachen ihre Rippen wie trockene Zweige. Da verlor ich alle Hoffnung. Mein Gott, ich habe alles versucht. Aber es war mir nicht vergönnt, sie zu retten. Es ging nicht. Aber... Seit jenem Tag ehren und belobigen mich viele meiner Kollegen. Ich bekam sogar einen Orden. Aber auch das wird das kleine Entlein nicht wieder lebendig machen. Ja, aber... Mein Inspektor sagte, man würde eine Straße nach mir benennen. Ich will aber nur, dass sowas nie wieder passiert. Murray? Ich glaube, Ihre Kollegen machen sich nur lustig über Sie. Wie kommst du darauf? Glauben Sie wirklich, Ihre Geschichte ergibt einen Sinn? Die größten Geschichten sind am schwersten zu glauben, mein Junge. Sagen Sie was. Okay. Gab's für die Ente ein anständiges Begräbnis? Hoffentlich. Und Sie haben wirklich einen scheiß Orden bekommen. Und Sie haben wirklich einen Orden bekommen? Ja. Und die Überreichungszeremonie ist auch schon bald. Bald? Ist das nicht schon 2 Jahre her? Warum haben Sie denn dann den Orden nicht schon längst? Glaubst du, dass das Live-Aid-Konzert über Nacht geplant wurde? Große Ereignisse brauchen Zeit und Vorbereitung. Der Captain sagte, man müsse noch die Fernsehrechte klären. Kann sein. Sie sind ein scheiß Held, Murray. Ich habe gar keine Zweifel mehr. Ja, deswegen habe ich in letzter Zeit so viel zu tun. Manchmal werde ich in der U-Bahn gebraucht, manchmal soll ich diese Conventions bewahren. Meine Vorgesetzten wollen sogar manchmal, dass ich ihnen persönlich den Kaffee zubereite. Das nenne ich mal Vertrauen, weißt du? Oh ja, ganz klar. Diese Stadt braucht sie, wie Gotham Batman braucht. Ja, so ungefähr. Ja, ist klar. Gab's denn für die Ente ein anständiges Begräbnis? Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Das klang jetzt ein bisschen nach Barbecue, Murray? Ach bitte, Junge! Ich hab sie in diesem Mausoleum, das ich als Weihnachtsbonus bekommen habe, zur Ruhe gelegt. Hab zur Erinnerung sogar einen kleinen Entenkopf in meine Polizeimarke gravieren lassen. Fuck, Murray, Mann. Ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flynn. Fuck, Murray, Mann.
Ich war schon seit Beaches nicht mehr so nah am Flan. Ich bin stolz auf sie. Danke, Kleiner. Aber ich tat nur meine Pflicht. Okay, wir können die, möchten gerne die Marke sehen. Kann ich die Marke mal sehen? Tja, normalerweise mache ich das ja nicht, aber... Ach, was soll's. Die Ente sieht eher wie ein Hase aus. Was? Nein. Man muss den Kopf etwas schräg legen. Stell dir vor, die Ente schaut nach oben. Man erkennt aber einfacher einen Hasen. Ich meine, ganz ohne Kopf schräg legen oder so. Ich meine, da sind die Ohren, da ist der Schwanz und hier die Nase. Nein! Warum sollte sich jemand einen Hasen auf die Marke gravieren lassen? Ja, vielleicht gibt es ja einen Kopf, der einen Hasen aus einem brennenden Fahrzeug gerettet hat. Aber egal, schauen Sie mal hin. Es ist im Leben keine Ente. Enten haben keine Zähne. Das sind Zähne. Hör auf! Es ist eine Ente. Ich wollte eine Ente und ich habe auch eine Ente bekommen. Schluss jetzt! Ja. Und ich habe eine Polizeimarke bekommen. Kann man sie ansehen? Marys Marke. Muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Kann ich einfach gehen? Hey, halt mal, Junge. Was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück. Och, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Na gut, okay. Bitte sehr, Mary. Danke, Junge. Und jetzt, wenn's... Ja, lass mich weiter arbeiten. Am Arsch. Okay. Ja, ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt eigentlich machen müssen, weil wir müssen erstmal wieder alles untersuchen. Und das werden wir auch tun. Mal gucken, was mit Matt so ist. Aber alles erst in der nächsten Folge. Tschüss.